Zwei Familien, die Wilsons und die Haldanes. Auf den Shetlands sind alle irgendwie miteinander verwandt. Eine einzige glückliche Familie. Auf einer sehr kleinen Insel mit 70 Seelen, da ist ein Mörder. Die Menschen kriegen Angst, Sandy. Sie war kein einfacher Mensch. Die Antwort auf Mamas Tod, die liegt in der Vergangenheit. Selbst wenn es so wäre, wen interessiert das noch? Die Menschen kommen nach Shetland und sie denken, weil sie auf einem großen Felsen mitten in der Nordsee sind, dass das hier nichts mit dem wahren Leben zu tun hat. Das ist Detective Inspector Paris. Der Junge, mit dem sie Streit hatten, ist inzwischen als vermisst gemeldet worden. Er hat diese Fähre nicht verlassen. Hilfe! Thomas Malone, 1994 verurteilt wegen des Mordes an Lizzie Kilmure. Freigelassen heute früh in Edinburgh. Gerade ist ein Leichenfund gemeldet worden aus Flutterbiste. Warum befreien Sie sich nicht von jedem Verdacht und sagen mir, wo Sie waren? Das geht nur mich was an! Mich allein! Wir beide wissen, er war's. Darauf kann ich dir Brief und Siegel geben. Er ist der Erste, dem wir uns vorknüpfen werden, das schwöre ich dir. Hol ihn dir. Hol dir den Schweinehund.